Daniela Katzenberger kann nicht mehr. Mit den Worten Sendepause, da keine Kraft mehr, verabschiedete sich die Katze von ihren Instagram-FollowerInnen. Aber was war der Grund für ihren Zusammenbruch? Der Kopf ist voll, das Herz schwer und der Akku leer. Daniela Katzenberger hat keine Energie mehr. Auf Instagram teilt sie jetzt alarmierende Zeilen, die Anlass zur Sorge geben. Sendepause, da keine Kraft mehr, lässt sie ihre 2,2 Millionen Follower wissen und verabschiedet sich aus den sozialen Medien. Alles über ihren Zusammenbruch auf Malle. Daniela Katzenberger zieht die Notbremse. Fans fragen sich, was ist los mit der stets gut gelaunten Kultblondine? Wird ihr alles zu viel? Das wäre kein Wunder. Schließlich wurde sie zuletzt vor einige Herausforderungen gestellt. Ihre RTL2-Sendung Familienglück auf Mallorca? Eine Enttäuschung. Nicht mal 1 Million Zuschauer wollten Dani und den Katzenberger Clan sehen. Und das, wo sie doch so viel Herzblut in ihr Baby gesteckt hat. Apropos Baby, auch in Sachen Familienplanung scheinen sich die TV-Ikone und Ehemann Lukas Cordalis nicht einig zu sein. Er will unbedingt einen Stammhalter, sie sprach zuletzt von Adoption. Auch, so wird gemunkelt, weil sie ihre Figur nicht durch eine weitere Schwangerschaft ruinieren will. Hinzu kommen öffentliche Anfeindungen gegen Katzenmama Iris Klein, deren neuer Partner, der mysteriöse Mr. T., ein bekannter Frauenheld auf Mallorca sein soll. Und ja, all die kleinen und großen Wehwehchen werden über Social Media ausgetragen. Wenn Scheiße passiert, kriegt es jeder mit, klagte Daniela zuletzt. Ein Leben im Rampenlicht, eine Zerreißprobe für jedes noch so starke Nervenkostüm. Zieht Dani deshalb die Notbremse?